Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Schneesturm mitten am... jetzt hab ich ganz vergessen, wo wir sind. Auf alle Fälle bei den Hexen da am Weißenfels. Jetzt hab ich's. Schneesturm am Weißenfels. Ja. Gut, was wir jetzt auf alle Fälle brauchen, ist dieses Ding da, was wir da holen müssen, diesen Nesselfluch. Und ich hoffe nur, dass hier keine Fallen mehr rumliegen, weil das letzte Mal, als wir hier waren, da sind wir verreckt. Eiskalt. Aber richtig eiskalt. Q, diesmal die richtige Taste gedrückt. Oh Wunder. Ich müsste eigentlich mal welche raushauen, die ich eh nicht brauche. Zum Beispiel Hellsehen. Leider brauche ich das echt nicht. Schöner Spruch, wirklich. Okay, jetzt haben sie mich schon mal entdeckt, was auch immer mich gerade entdeckt hat. Dort vorne sind zum Beispiel Bären, das sind Banditen. Fireblitz. So. Oh, du Scheiße! Okay, wo ist Heilung? Und hoch damit. Ich mach die sowas von alle. Und zieh. Oh. Ach du Scheiße, Mann. Sind echt total durchgeknallt hier. Nee, das war der falsche Spruch. Wo ist was? Ich sehe hier niemanden. Der hat sich selbst hochgejagt. Wenn es sich jedes Mal anfangen mit Brennen, ist schon ein bisschen scheiße. Da hätte ich mir den Dunkelelf raussuchen müssen. Der hat wenigstens diesen Bonus, dass der... Scheiße, Mann! Was geht denn jedes Mal ab? Ey, Mann. Na klar. Ich glaube, es hakt. Sag mal, wie viel Magicka haben denn die, dass sie die ganze Zeit auf mich warten können? Du kannst den Schwierigkeitsgrad selber einstellen. Ja, das ist schön und gut, aber es bringt mir nicht. Okay, so ein Feueratronage ist wahrscheinlich dann doch etwas besser. Hast du sowas zu gebrauchen? Ich sag sowas von tot sind die doch. Aua. Was war denn das jetzt auf immer? Oh, schon geht's los. Und deshalb muss man, wenn man gegen Feuergegner kämpft, unbedingt einen Feueratronagen benutzen. Weil dieser feuerimmun ist. Ach Gott, nee, das ist fies. Am besten noch so ein Elektro-Elementar, weil das ist echt nach die Höhe. Okay. Und speichern. Wir haben ja schon mal einen gekillt. Immer bei winzigen kleinen Fortschritten sollte man... Ach, die sehen mich doch. Diese Hexen. Ich sehe nichts, Mann. Ich hasse diese Grafik. Warum, Mann? Warum muss das auch immer im Dunkeln sein? Aua! Ich spinne doch. Na endlich! Jetzt geht das... Was? Ich hasse Feuerbälle, echt mal. Nee! Wo ist mein Atronage hin? Das ist doch zum Kotzen, Mann. Das soll doch eigentlich das Ganze überleben. Alter. Okay, wir brauchen auf alle Fälle was erstmal Magika-Schaden macht, weil ich will echt nicht mehr, dass die zaubert. Aber Blitz könnte das einzige noch sein, was funktioniert. Dazu müsste ich die aber erstmal sehen. Da ist sie.
Oh nein, das war echt zu viel. Wo ist zur Verteilung? Hier ist zur Verteilung. Oh, das hält mir sogar voll, wenn ich es einmal benutze. Das ist geil. Merke ich mir auf alle Fälle. Super. Los, mach die alte alle, Mann. Was war denn das jetzt? Lass die gefälligst zu treffen hier. Ups, ich hab Kuh gedrückt. Ich bin nicht stinksauer, ey. Ey, nee, oder? Und deshalb brauche ich unbedingt das Talent in Zerstörung. Jetzt drehe ich hier noch am Rad. Nee, das war zu hoch. Jetzt heilt die sich auch noch, die Alte. Die muss doch echt... Die muss doch bald mal sterben hier. Na, endlich mal. So, okay. Speichern. Alles ist tot und wir sind noch am Leben. Und das, ich glaube erst nach dem ersten Tod. Oh Mann, ey, die Welt von Elder Scrolls ist... Was will ich jetzt eigentlich mit dem Schlafzeug? Ist echt total brutal. Boah, geil. Ich hab's offen. Beschworene Streitaxt. Wer braucht denn bitte eine beschworene Streitaxt, Mann? Wenn man sich schon was beschwört, dann gefälligst ordentliches. Sowas wie Patronagen oder Bögen. Bögen sind was Tolles, aber ich habe ja selber einen Bogen, von daher brauche ich mir keinen zu beschwören. Ich habe das ja bloß aus Spaß mal gemacht. Das Gute ist eigentlich nur, man muss nichts mit sich rumschleppen die ganze Zeit. Ah, hier ist die Alte. Der ist halt ein Nesselfluch dabei. So wird's doch gemacht. Ey, die sieht so ekelhaft aus. Die Leute, die den Charakter oder die Charaktere hier für das Spiel erstellen, die haben echt Ahnung von sowas. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Das klingt cool. Bringe Meridias Stern zum Berg Kilkreath. Mach ich doch immer wieder gern. Vor allem, wenn jemand einfach so aus dem Nichts mit mir spricht, bin ich doch immer dabei. Also. Meridias Stern. Aha. Ich habe zwar keine Ahnung, was das Ganze nochmal bringen könnte, aber ich helfe natürlich immer gern aus, wenn es um sowas geht. Oh. Oh, man kann nichts verzaubern. Was soll denn das? Hä? Was soll denn das? Wieso eigentlich nicht? Ich habe doch, dachte ich, hier irgendwo nochmal so ein zweites Diadem irgendwo gefunden. Ach, entzaubern. Okay, lesen kann helfen. Verzauberung. Ausdauer verstärken. Okay, welchen Stein nehmen wir? Genau. Die winzige Seele mit 2 oder die kleine Seele mit 5? Wir nehmen natürlich die winzige. Weil ich vielleicht, naja, kann ja irgendwie Gegenstand. Eigentlich müsste man Sachen doppelt verzaubern können. Also, zumindest noch einmal. Das wäre echt schön. Ah, okay, gut. Ja, so. Und dann nochmal. So, und dann haben wir noch dieses Diadem, was verzaubert werden kann. Und die Silberhalskette auch noch. Natürlich mit Magika verstärken, winzige Seele herstellen und ja. So, was gibt's noch für eine goldene Halskette? Natürlich tun wir hier alles einfach nur
verstärken. So gut wie es nur geht. Yeah. Hm, kann ich was mitnehmen? Ah. War das der Kopf? Nee. Nein. Da hatte irgendwas gewischt. Was war denn das? Hexenrabenfeder. Aha. Oh. Das war jetzt echt zu viel. Was steht denn hier noch oben? Was gibt's denn jetzt? Na, okay, gut. Ich glaube, das war alles, was auf diesem Tisch gelegen hätte. Und das waren auch, ich hoffe mal, alle bösen Magie, was auch immer. Kilkret, Berg Kilkret. Mal kurz aufs Journal gucken.